alle recht herzlich begrüßen, dass ihr auch alle so zahlreich erschienen seid. Und ich habe mich mit dem Thema, wie schon gesagt, Benehmen und Anstand auseinandergesetzt, was jeden hier in den Raum anspricht oder ansprechen sollte. Und zum Einstieg in das Thema möchte ich Ihnen gerne eine Glosse vorlesen. Die Manieren ein verbindliches Regelwerk sind oder interpretierbare Jonglieren durch unsere Gesellschaft, dies frage ich mich immer wieder. Zunächst stelle ich klar, dass auch ich die Antwort nicht kenne. Funktioniert das, was Adolf Freiherr von Knigge und Freiherrin Thurn und Taxis dokumentieren, auf Anhieb? Oder brauche man Kenntnisse, um den Ton dieser Adelsgesellschaft umzusetzen? Verhalte ich mich gegenüber einem Vorsitzenden des Vorstandes anders als gegenüber einem Schaffner? Befinde ich mich gerade beim Gala-Dinner, um eine Haltung wie hängende Äste des Baumes beim Picknick baumeln zu lassen? Gebe ich mich an diesem Dinnertisch gegenüber anders als meinen Brüdern und Schwestern während des täglichen Essens? Geht es bei Benehmen darum, dass ich mich stets situationsgerecht kleide und es mir immer bewusst ist, wie ich die Gabel zu halten habe und mein Glas zum Munde führe? Werde ich nach Benehmen gefragt, so ist es zu erklären, wie man auf Stelzen geht, ohne dass weit und breit welche zu sehen sind. Benehmen ist kein Trick der Zauberer für besondere Anlässe, sondern alltäglich wie das Atmen der Geschöpfe auf Gottes Erdboden. Muss ich mich stets bemühen, keine Fehler zu machen, so gelte ich als Radfahrer mit irgendwelchen Psychosen, die mich zwingen, meine Mitmenschen nach Burberry und Escada zu beurteilen. Lebe ich meine Coolness fort, kleide mich ständig falsch, wähle ständig das falsche Vokabular und vergreife mich in vulgärer Sprache, so passiert es oft, in die bereitstehenden Fettnäpfchen zu treten. Was also tun? Gelerne Benehmen. Eng im Zusammenhang mit Benehmen und Anstand steht natürlich der Name Knigge. Knigge steht nicht nur für den Umgang mit Messer und Gabel, wie es fälschlicherweise immer angenommen wird, sondern Knigge hat eher ein breites Regelwerk für das Miteinander mit Menschen geschaffen. Wie heißt es so schön, der Umgang prägt die Menschen. Und auf dem Weg von Knigge, also Knigge hat gleich wie ich viele Menschen kennengelernt, die ihn auch gelehrt haben. Und ich gehe recht in der Annahme, dass sich noch nicht viele hier in dem Saal mit dem Lebenslauf von Knigge auseinandergesetzt haben. Und aus dem Grund möchte ich jetzt ein paar Eckdaten nennen. Das ist Knigge. Und schon gesagt, Knigge ist am 16. Oktober 1752 geboren, also vor gut 255 Jahren, in Breenbeck bei Hannover und als verarmter Adliger. Seine Mutter war zugleich seine Cousine zweiten Grades und sein Vater war zugleich sein Onkel, was für damalige Verhältnisse nicht ungewöhnlich war. Trotz Verarmung und Inzucht erhielt Knigge eine sehr gute Erziehung von Privatlehrern. Und schon im frühen Kindesalter verlor Knigge seine Eltern, welche ihm einen großen Schuldenberg hinterließen. Mit 14 Jahren schrieb sich Knigge ihm an der Universität für Jura und Kameralistik ein. Und nach diesem Studium ging er auf Verheiß von Goethe nach Hanau als Kammerherr. Dort lernte er seine Frau Henriette von Baumbach kennen, heiratete sie auch. Und ein Jahr darauf wurde er auch Vater der Tochter Philippine. Das Leben bei Hofe wurde für Knigge schnell langweilig und er begann dann eben Theaterstücke zu schreiben und daraufhin trat er auch in den Illuminatenorden ein. Der Illuminatenorden ist, wie man da sehen kann, Orden für Aufklärer und Freidenker. Ja, von den Adligen wurde Knigge oft oder sehr schnell wegen seiner Verarmung fallen gelassen und seines oft unangenehm auffallenden Verhaltens, was auch nicht viele wissen. Und daraufhin, um Geld zu verdienen, trat er eben verschiedene Ämter bei der Regierung an und sympathisierte für die Französische Revolution. Und zu dieser Zeit entstanden auch seine bedeutendsten Werke, unter anderem das Werk Der Umgang mit Menschen. Benehmen. Was ist Benehmen? Es ist nicht gleichzusetzen mit Anstand, Höflichkeit, Etikette und Manieren. Geschichtlich gesehen ist Benehmen schon eine Grundlage der Antike in der europäischen Kultur. Der Begriff Benehmen taucht sogar schon unter Cicero auf, welcher Regelungen für das Geschäftsleben bei Hofe aufstellte. Im höfischen Mittelalter verwendet man Regelungen, um die Zugehörigkeit des Standes festzustellen. Den Rittern wurde das Benehmen von Klostergemeinschaften gelehrt und Klostergemeinschaften waren damals, ja auch heute noch, hatten eine sehr hohe Bildung und ein sehr hohes Literaturverständnis. Die Ritter hatten sich eben nun anzupassen, um beim Leben auf Hofe mitzuhalten zu können.
Die neuen Regelungen lauteten zum Beispiel, welche auch heute noch so sind, fange nicht an zu essen, bevor die anderen anfangen. Heutzutage wünscht man sich keinen guten Appetit mehr, wie ich später darauf zurückkommen werde, sondern der Gastgeber gibt den Ton an, wann man beginnen kann. Stopfe nicht ein zu großes Stück in den Mund und trinke und sprich nicht mit vollem Mund. Kratze dich nicht an Leib und Kopf. Pass auf, dass keine sechsfüßigen Tierchen an dir herumkommen. Sprich, man soll ein bisschen auf seine Hygiene achten, wenn man bei Tisch ist. Und wisch dir den Mund ab, wenn du den Becher nimmst. Auch wenn dir ein Stück deines Tischnachbarn besonders gut gefällt, lass es dir. Im Jahr zählte nicht nur das äußere Benehmen zum guten Ton, sondern auch die literarische Bildung. Und heute steht als oberste Priorität zum Beispiel, ist auch ein Satz, den ich gerne privat auch nenne, der erste Anfang hat keine zweite Chance. Wenn der versaut ist, dann ist schon schwer am Anfang. Oder auch in der Bibel steht sogar schon, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oder geh mit deinen Mitmenschen so um, wie du mit dir umgehen würdest, oder wie du willst, dass mit dir umgegangen werden soll. Mute ihnen nur Dinge zu, die für dich auch erträglich wären. Und dann, jetzt das Regelwerk von Knigge oder Benehmen ist so weitläufig, und da ich ja weiß, dass ihr alles hier gutes Benehmen habt im Raum, bin ich jetzt nur auf die Neuheiten eingegangen. Zum Beispiel beim Niesen. Kannst du jetzt weitermachen? Wenn jetzt eine Person bei einer Konferenz oder im Bahnhof oder weiß ich nicht wo niesen muss, dann wünscht man ihm nicht mehr Gesundheit, wie es üblich war, sondern man tut so, als ob man es nicht gemerkt hat. Und wenn die angeschaut wird, dann kann sie sich höchstens entschuldigen oder gar nichts sagen. Dann jetzt guten Appetit wünschen, das macht man auch nicht mehr, aus dem Grund, weil der Gastgeber, der Koch oder die Gastgeberin, die könnte es falsch verstehen, so aus dem Grund irgendwie, ja, man mutet ihr eh nicht zu, dass sie kochen kann. Die Sitzposition im Auto hat sich auch geändert. Früher galt es als die beste Person, war früher hinterm Fahrer. Und heutzutage, wenn Sie Ihren Chat irgendwie mal ausführen sollten, dann lassen Sie ihn am Beifahrersitz sitzen, da er da am meisten Platz hat und auch am meisten sieht. Sie öffnen ihm die Tür von außen, nicht von innen. Wenn Ihr Chef dann im Auto sitzt, gehen Sie vor dem Auto rum, nicht hinter dem Auto, weil er möchte sehen, was Sie machen. Und zur Begrüßung aufstehen. Bei der heutigen Emanzipation der Frau stehen sogar Frauen auf, wenn sie im Raum sitzen und eine Person auf sie zukommt. Ja, und dann Essensreste am Teller. Früher galt es noch, auch in Deutschland höflich irgendwie einen Anstandshappen übrig zu lassen. Und heute ist es zum Glück nicht mehr so, man darf alles aufessen, wenn es einem schmeckt. Außer in Spanien ist Vorsicht geboten, da sollte man noch einen kleinen Anstandshappen übrig lassen. Die Haltung. Ich habe jetzt hier keinen Stuhl, aber die Haltung war früher so, dass man nur den vorderen Teil der Stuhlkante benutzen durfte und nicht die Lehne, um schön gerade aufrecht da zu sitzen. Heute darf man zum Glück den ganzen Stuhl benutzen, allerdings darf man sich nicht reinflitzen. Dann beim Treppesteigen. Wenn jetzt Mann und Frau Treppe hinaufsteigen, geht die Frau beim Hinaufsteigen vor dem Mann, nicht damit der Mann eine bessere Sicht hat, sondern beim Treppe hinabsteigen geht natürlich der Mann vor der Frau, weil sie auf ihn drauf fällt, damit es der Frau nicht so wehtut. Und der Mann geht immer auf der Gefahrenseite, auch beim Straßenverkehr, wenn sie auf den Bürgersteig gehen. Das waren eigentlich so die paar Regelungen, die sich erneuert haben, sonst ist alles so beim Alten geblieben. Und ja, was die Arbeit bei mir bewirkt hat irgendwie. Also ich weiß nicht, ob einige schon ein bisschen gemerkt haben oder so. Aber ich kann sagen, ich gehe bewusster durchs Leben. Ich schaue mir irgendwie die Menschen genauer an, auch wenn ich es manchmal nicht will. Und ich achte halt eben drauf, wie ist das Verhalten der Menschen? Sind sie hilfsbereit, offen, aufdringlich? Und sei es am Supermarkt, Bahnhof oder so. Ich war gestern auch wieder am Bahnhof und da habe ich mir auch teilweise mein Teil gedacht. Aber ja. Aber ich selber habe eben das Gefühl, dass ich selbstbewusster bin, dass ich offen auf die Menschen zugehen kann. Aber es liegt halt eben irgendwie daran wahrscheinlich, dass ich der situationsgerechter irgendwie sicherer fühle.
Ja, recht herzlich möchte ich meinem Tutor, Herrn Walter, danken und meiner Mama. Danke, Herr Walter, danke, Mama. Sie hat mich tatkräftig unterstützt. Und jetzt darf ich Ihnen noch einen Tipp mit auf den Weg geben, weil Sie heute Abend irgendwie alle schlagartig den Raum verlassen, besonders an die Ehemänner. Liebe Ehemänner, helft euren Ehefrauen doch mal wieder in den Mantel, fahrt das Auto vor, öffnet ihr die Tür, geht vor dem Auto rum. Und, denn die alte Schule ist heutzutage immer noch sehr aktuell und das hat eine Umfrage an Damen bestätigt, auch wenn die Damen es nicht zugeben möchten. Danke.